Gib mir ein Zeichen. Er ist schon richtig paranoid hier. Moin Leute, wir sind zurück bei Phasmophobia. Diese Runde alleine. Und wir sind in Ridgeview auf fortgeschritten. Das heißt, wir brauchen den Stromgenerator. Der ist im Keller. Kruzifix habe ich dabei. Fotoapparat haben wir und ein Feuerzeug habe ich, bin ich der Meinung, eingepackt. Ja. So. Nehmen wir gleich mal einen Schlüssel mit. Taschenlampe. Kamera, Thermometer. Ich habe gar nicht... Ach, die geht ja immer nach außen aus. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der Geist heißt. Und zwar haben wir Susan Martin. Oder Martin. Susan, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich habe was gehört, kann es aber nicht zuordnen. War das oben? Susan, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ist das hier in der Küche gewesen? Ja. Ja, schön. Ups. Essbereich also. So, dann packen wir die Kamera. Einmal auf den Essbereich. Das ist ja praktisch. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Wir haben ja eh immer so wenig Ausdauer. So. Schmeißen wir direkt zwei Kreuze hin. Aber der Geist wandert bei... Ich habe das Gefühl, der wandert hauptsächlich, wenn ich ein Kreuz geschmissen habe. Ich kann mich natürlich auch täuschen. So. Dann nehmen wir den Dots-Projektor und die Geisterbox erstmal mit. An Tassen gibt es, glaube ich, keine Fingerabdrücke, deswegen macht die UV-Lampe auch noch keinen Sinn. War das Gefriertemperatur? Oh Gott, das... Ich glaube, ich hatte Gefriertemperatur. Möchte es aber nicht beschwören. Ich habe auch gar kein Licht an, ne? Können wir auch mal anmachen. Ist auf jeden Fall sehr aktiv, der Geist. Also schmeißt zumindest mit Sachen. Nehmen wir die beiden mit. Ja, alleine läuft man immer so oft, ne? Susan Martin, schreib ins Buch. Wie bist du gestorben? Oh, das ging aber schnell. IMF2, ich brauche die Kamera. Und dann kann ich auch gleich einmal gucken nach dem Dots-Projektor und Orbs. Erstmal einstecken, bevor ich nachher umsonst laufe. Und... Das nehmen wir auch schon mal mit. Aber die Richtung muss ja gut sein eigentlich vom Dots-Projektor und der Kamera. Nicht nur, dass hier Sachen fliegen in einer Tour, hier hat es auch ins Buch geschrieben.
Irgendwie so ein Grafikfehler da mit dem Fenster, ne? Da muss ich drin gleich mal gucken, ob das da auch so aussieht. Also Dots-Projektor und oder Orbs sehe ich jetzt keine. Sanity ist der Hammer. V-Lampe habe ich noch mit. Schleppe ich die erstmal rein. Das Licht hat geflackert. Und das Buch. Ja, UV-Lampe. Die bringt mir nicht viel, wenn sie nichts angrabbelt. Ich glaube, ich hatte schon wieder Gefriertemperatur. Sie hat den Strom ausgemacht. Ich den wieder an. Schon wieder was geschmissen. Das ist sehr aktiv. Aber die ist nicht an den Lichtschaltern. Grad. Also ich hatte das Gefühl, dass ich zweimal Gefriertemperatur hatte, aber vielleicht habe ich mich da auch vertan. Nee, habe ich nicht. Ja, wunderschön. Also wir haben Gefriertemperaturen, das Buch. Der Dämon, hat der IMF oder die Fingerabdrücke gehabt? Fingerabdrücke. Gut, wenn der kein Licht ausmacht, dann kann ich damit nichts anfangen, ne? Wir können ja noch. Hier vorne steht doch eine Kerze, ne? Ich hole das Feuerzeug. Hier sind die Tarotkarten. Aber der ist so schon so aktiv. Ich weiß nicht, ob ich den noch triggern will. Gerade alleine. Ohne Überlebenden ist der ganze Stuff weg. Feuerzeug. Es liegen zwei Kreuze. Ich glaube, die möglichen Beweise sind jetzt nur noch die UV-Lampe. Also Fingerabdrücke. Geisterbox und IMF-5, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt brauchen wir einmal. Ich muss die Kamera kurz weg. Nehme ich die Kerze. So, IMF würde ich ja sehen. Geisterbox würde ich hören. Nur Fingerabdrücke. Schwierig. Wir sind schon wieder in der Gefriertemperatur. Toll. Seht ihr das noch? Ja, verdammt. Egal. Wir haben hier die... Psalla. Wir haben hier die Quest. So, was wäre denn noch möglich? Beweise, also Revenant oder Shade. Bei denen waren das. Ah ne, Orbs. Und IMF. Also Orbs, IMF und Fingerabdrücke. Ach, du alte Hexe. Lass doch mal das Licht an.
Könnt ihr einmal noch Orbs noch mal gucken gehen. Also ganz schwer wäre es jetzt mit Fingerabdrücken. Weil der Geist selber am Lichtschalter nicht rangeht. Ganz viele Orbs. Das sind Schneeflocken. Das irritiert so ein bisschen mit den Schneeflocken. Also Orbs kann ich so jetzt nicht sehen. Würde ich sagen IMF oder... Entweder der IMF-Reader oder die Fingerabdrücke. Susan, kannst du das Licht ausmachen? Hatze. Keine Fingerabdrücke. Oder habe ich das ausgemacht? Ich habe das nicht ausgemacht, oder? IMF3. Die ist jetzt aber nicht gewandert, ne? Och, come on. Das ist so ätzend. Aber immer noch 13 Grad hier. 21. 19. 14. Ne, ich habe hier immer noch Gefriertemperaturen. Die muss hier vorne sein. Susan, kannst du das Licht noch mal ausmachen? Das ist aber eine Tür, ne? Tür, die war doch an irgendeiner Tür dran. Ne? Oh nein. Fingerabdrücke, ist ein Dämon. So, perfekt. War das, die Quest stehen hier auch drin, ne? Foto vom Geist. Und Kruzifix, okay. Susan, bist du hier? Kannst du dich zeigen? Das sind auch Fingerabdrücke. Susan? Susan Martin. Wo bist du? Bist du in dem Gurkenglas? Das sind keine Gurken, ne? Zu tief. Pilze und Gurken und Kirschen? Das Kartoffeln? Zwiebeln? Susan, gib mir ein Zeichen.
Susan, zeig dich. Erscheine. Fingerabdrücke sind weg. Susan, wo bist du? Erscheine. Zeig dich. Ja, so Panik, dass das Kreuz wegbrennt und ich krieg das wieder nicht mit. Susan Martin. Wo bist du? Irgendwie habe ich das Gefühl, die ist hier nicht mehr. Doch, gefriert. Susan Martin? Susan? Gib mir ein Zeichen. Das ist schon richtig paranoid hier. Susan, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Du Mist, Mann, ey. Spannung steigern. Susan, zeig dich. Also wenn Kreuz verbrannt ist und ich habe noch kein Foto, bin ich weg. Hinten eine Tür. Ich habe nur die zwei Kreuze. Susan Martin, bist du hier? Ich werde bestimmt sterben. Susan! Ist sie nicht mal. Okay, ich habe das nix fotografiert. Beide Kreuze leben noch. Ich habe die ganze Zeit die Push-to-Talk-Taste gehalten, als ich gequatscht habe. Ja, aber wo war sie? Sie war nicht hier. Oh Gottes Willen, sie war hier. Okay, das Kreuz lebt noch. Oh mein Gott. Ich habe kein Foto von ihr, ne? Ne, ich habe einfach nur einen Raum fotografiert. Schön. Okay, zwei Versuche habe ich noch. Susan Martin? Kannst du dich noch mal zeigen? Susan, zeig dich. Jetzt bin ich richtig paranoid. Sie hat die Tür angefasst. Susan Martin? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kreuze liegen schlecht. Also ich glaube, die kommt irgendwie von da hinten. Und dann bin ich am Arsch. Was war denn das für ein Piepen? Die Mikrowelle? Susan, warst du das? Susan? Susan, ich hab Angst. Lass mich nicht allein. Mein Gott, Susan. Was passiert hier? Mensch, jetzt zeig dich doch mal. Susan. Susan, ich werde langsam paranoid.
zeig dich. Damit wir es hinter uns haben. Alleine ist das Spiel irgendwie viel gruseliger. Susan Martin? Bist du hier? Susan Martin? Zeig dich, Susan Martin. Susan Martin. Susan, zeig dich. Erscheine. Komm raus. Hör auf, dich zu verstecken. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Erscheine. Zeig dich. Alles, was ich kenne zum Triggern. Susan Martin, erscheine. Oh Gottes Willen. Susan Martin, erscheine. Susan, zeig dich. Guck schon nur noch auf die Kreuze. Die könnt hier stehen schon seit 10 Minuten. Ich würde die gar nicht mitkriegen. Susan Martin, zeig dich. Susan, erscheine. Jetzt komm schon. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Komm raus. Zeig dich. Feigling. Ich bin Susan, ich bin schüchtern. Und doof. Susan. Du hässlicher Dämon. Dreh durch, ey. Susan! Irgendwie so, dass ich beide Kreuze sehe. Würde ich das sehen, wenn das abbrennt? Susan, erscheine! Susan, wo bist du? Susan, wo bist du? Erscheine! Zeig dich! Susan Martin. Was, Susan? Susan, wo bist du? Schon wieder weg. Susan. Zeig dich. Erscheine. Susan. Du alter Dämon. Komm schon, ich bin bereit. Ich habe die Kamera, ich habe noch zwei Bilder, zwei Kreuze. Susan Martin. Ich dachte, du wärst cooler. Ist ziemlich ruhig. Susan. Erscheine. Ist überhaupt noch hier? Ja. Susan, wo bist du? Welches Licht hast du ausgemacht? So, Susan, ein Foto habe ich noch. Komm, wo bist du? Erscheine, zeig dich. Susan Miller, Martin. Susan. Susan, zeig dich. Susan Martin. Du langweilige Schnepfe. Oh, Susan.
Wo bist du? Zeig dich. Komm raus. Mann, wie oft soll ich noch sagen, erscheine, Susan Martin. Susan Martin. Das war im Flur. Das war da, an der Tür. Susan Martin, erscheine. Gib dir noch eine Minute, dann hau ich ab. Susan Martin, Susan Martin, Susan Martin, Susan Martin, Susan Martin, Susan Martin, Susan, 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 erscheine, Susan, zeig dich, schreib nochmal in das Buch. Wie bist du gestorben? Wie alt bist du? Bist du böse? Wirst du töten? Wen wirst du töten? Wirst du hunten? Hast du einen Strom abgestellt? Wirst du hunten? Wirst du töten? Wen wirst du töten? Jetzt sag bitte nicht mich. Hey, komm rein. Check die Kreuze ab, kannst mitmachen. Wirst du mich töten? Hoffe ja wohl nicht. Alter. Die ist nicht da, wo sie hätte sein müssen. Die ist nicht in der Küche gekommen. Nichts passiert, IMF geht nur an. Das Kreuz da hinten überlebt. Wenn das mit dem Kreuz nicht funktioniert hat, ist sie nicht in der Küche gespawnt. Das heißt, wäre ich da geblieben, wäre ich sowas von gestorben. Die ist zwar auch in der Küche, aber sie kommt nicht aus der Küche. Abfahrt. Wo ist sie gespawnt? So, Geist von Dämon, das war ja klar. Fotos, 15 Dollar, gut. Ich hätte halt noch gerne gewusst, wo sie eigentlich jetzt gespawnt ist, weil scheinbar hätten mir die Kreuze ja nicht geholfen. Alles klar, ich bedanke mich trotzdem erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.